So, dann wieder ab in den 8. Stock. Wieder an die Bedientafel. So. Schraubenzieher. Geht immer noch nicht auf. Warum nicht? Okay, gut. So, dann können wir hier den Schalter umlegen. Mal sehen, ob der Alarm losgeht. Eintrag, Alarm geortet. Verlegung in Sicherheitskorridor initialisiert. Okay. Die Kontrollleuchte zeigt jetzt einen Alarm an, aber sonst tut sich nichts. Das reicht doch. Was haben Sie gemacht? Im Lager wurde Alarm ausgelöst. Tja, dann hatte die Kontrollleuchte also recht. Und? Alles klar? Ja, der Sicherheitsdienst ist schon unterwegs in den Sicherheitskorridor. Und ich habe den Aufzug entriegelt, damit Sie die Kamera holen können. Gut. Dann ins Lager. Dann gucken wir mal. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Nimm was mit. Ich habe keine Zeit, hier einen auf Chemiker zu machen. Ich muss die Kamera finden. Labortisch. Damit fahren Sie wohl Geräte herum. Aber damit kann ich nichts anfangen. Noch ein Regal? Nur Laborutensilien und Chemikalien. Ja. Ich habe keine Zeit, hier einen auf Chemiker zu machen. Ich muss die Kamera finden. Aber wo finden oder wie finden? Wenn hier nichts ist. Man hier auch nicht weiterkommt. Ja, das ist natürlich mal wieder klasse. Da unten vielleicht. Ich habe keine Zeit. Ach. Okay, hier ist keine Kamera. Oder ich sehe die nur einfach nicht. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Ja, sagtest du schon. Kommen wir auch nicht weiter. Das bringt uns irgendwie nicht weiter. Ach, verdammt. Ja. Das nochmal angucken. Nur Laborutensilien. Gut, dann gucken wir das nochmal an. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Ach, ich habe keine Zeit. Ja. Ja, aber das kann doch nicht sein. Damit fahren Sie wohl Geräte herum. Aber damit kann ich nichts anfangen. Damit fahren Sie. Ja, fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Gehen wir in den Aufzug zurück, fahren nach unten und sagen dem, da ist keine Kamera. Ja, mehr kann ich ja nun auch nicht machen. Wahrscheinlich kann ich nicht mit ihm reden. Ja, ganz toll. Ich bin begeistert. Okay. Nochmal hin. Was ist eigentlich das? Ach, das ist Empfang. Okay. Der Stock ist noch freigeschaltet. Das ist ja schon mal gut. Wo kann hier eine Kamera sein? Nur Laborutensilien und Chemikalien. Ich habe keine Zeit, hier einen auf jeden... Ja, okay, gucken wir das Regal dann doch nochmal an. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Irgendwie, irgendwo... Was übersehe ich?
Wo war das nochmal an? Nur Laborutensilien und Chemikalien. Ach, das nervt. Ja. So nicht. Nein? Blöde Idee. Ja, ist ja auch nur eine Idee gewesen. Da kann ich aber auch nichts machen. Überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lieber nicht. Ja. So nicht. Ja, ja. Also jetzt bin ich auch gerade total überfragt. Ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch. Ich sehe hier keine Kamera. Das mal gucken. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Gut, das, Ach, das ist doch nicht wahr. Das kann doch wirklich nicht sein. Okay, eine Kamera finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Das Radium, das ich brauche, ist im geheimen 15. Stock. Sobald ich ihm eine Überwachungskamera aus dem Lager bringe. Läuft doch nirgendwo in die Ecken. Das ist echt übel. Ja, ich finde keine. Zurück. Gucken wir uns doch mal den Gebäudeplan an. Jetzt ist klar. Ach, das geht nach unten. Ist klar, ist klar. Vielleicht sollte ich mal in den anderen Dings gehen. Der will mit Sicherheit nicht mit mir reden. Nee, will er nicht. Ich gehe dann mal. Gehen wir nochmal nach draußen. Gucken uns aber die Überwachungskamera an. Funktioniert nicht. Scheint kaputt zu sein. Ja. Mach nochmal das Ding. Nimm das doch mal weg. Die Überwachungs. Mhm. Ja, das funktioniert nicht. Das auch nicht. Ja. Kaputte Videokamera. Ach, verdammt. Über den Zaun geht er nicht. Ach, das ist doch nicht wahr. Mal gucken, ob wir da irgendwas haben. Nee. Nichts. Mit der Kamera können wir so auch nichts. Die Überwachungskamera funktioniert nicht. Scheint kaputt zu sein. Ja. Also jetzt weiß ich zumindest mal, wie die aussehen soll. Ich gehe dann mal lieber. Ich gehe dann mal. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann. Okay. Dann. Knopf mit unter der Abdeckung ist noch ein Knopf. Die mögen wohl keine Besucher. Sicherheitsglas. Das kriege ich nicht auf. Ach, da wird der 15. Stock unter sein. Sicherheitsglas? Das kriegst du so auf. Nicht. Ach, nee. Okay. Gut. Ich weiß jetzt, wie das Ding aussehen soll. Aber ich befürchte, dass ich die trotzdem nicht finde. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Ja. Okay.
Okay, das ist alles ganz, ganz doof. Ich weiß nicht. Ich weiß absolut nicht, wie ich an irgendeine Kamera kommen soll. Ich suche und suche und suche und finde nichts. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Blöde Idee. Blöde Idee. Ja, ich weiß. So wird das nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es kann doch jetzt nicht so schwer sein, eine Kamera aus dem Lager zu holen. Ich meine, die ganzen Deppen habe ich weg irgendwie. Die sind weg und ich finde diese Kamera nicht. Die Kiste da unten. Sie enthält ein paar Ersatzteile. Nein. Die Kiste da unten. Ja, dann nimm die bitte. Ich habe keine Zeit, hier einen auf Chemiker zu machen. Ich muss die Kamera finden. Was soll denn das jetzt? Die Kiste da unten. Sie enthält ein paar Ersatzteile. Ich habe keine Zeit. Hä? Was soll denn das? Lieber nicht. So nicht. Warum nimmt denn der die jetzt nicht? Die Kiste da unten. Sie enthält ein paar Ersatzteile. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Okay. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Nur Laborutensilien und Chemikalien. Damit fahren sie wohl Geräte herum, aber damit kann ich nichts anfangen. Die Kiste da unten. Sie enthält ein paar Ersatzteile. Zum Glück liegt hier nur eine Kamera. Es muss also die richtige sein. Oh, ich möchte dem gerade echt den Hals umdrehen, ne? Also ich bin jetzt echt kurz davor, dem den Hals umzudrehen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt diese blöde Hand dort angeklickt hatte. Nur Labor. Okay. Gucken wir jetzt, dass wir die Kamera irgendwie austauschen. Dass wir hier mal vorankommen. So. Ich habe die Kamera ersetzt. Hoffen wir, dass sie funktioniert und der Typ am Empfang Wort hält. So, reden wir nochmal mit dem. So, die Kamera wurde ersetzt. Okay, ich habe die neue Kamera installiert. Ja. Ich habe ihr Signal schon auf dem Schirm. Kriege ich jetzt den Schlüssel für den 15. Stock? Ja, klar. Hier, aber bleiben Sie nicht zu lange. Sie wissen ja, wie das ist. Klar, keine Sorge. Ich gehe dann mal. Das war ja diesmal doch einfach Funkfernbedienung. Wofür denn das? Ach, das wird der Schlüssel sein, ne? Gut, dann gehen wir erstmal in den Aufzug. So, und dann nehmen wir die da und machen das da. Und dann können wir drücken.